Wir gehen erstmal speichern, komm. Okay, dann. This way. Roger. Gehen wir raus und setzen die Batterie ein, oder? Ganz einfach. Es ist so einfach. So, und zwar hier. Geh mal her, das Ding. Dann gehen wir jetzt gleich mal hin. Bin ich gespannt, was da jetzt passiert. Ich bin echt gespannt, was da jetzt passiert. Es leuchtet. Ein rotes Lämpchen leuchtet, Freunde. Achso, Aufzug benutzen, okay. Achso, warte mal, da müssen wir einen draufstellen, glaube ich, sonst funktioniert das Ganze nicht. Achso, der kommt jetzt erst runter. Okay, dann. I'll check it out. Okay. Können wir da raufklettern? Okay, das Ding schieben wir erstmal runter hier. Braucht doch kein Mensch schon einen komischen Kasten. Okay, reicht. Let's regroup. Roger. Kommt sie da nicht durch, oder was? Okay. Aber es muss einer hier bleiben. Wer bleibt hier und drückt auf den Knopf? Sie. You stay here. Yeah. Sie bleibt hier und drückt jetzt auf diesen Knopf. Und ich habe keine Ahnung, wo wir. Es ist zu gefährlich, den Aufzug zu benutzen. Wieso ist es jetzt wieder zu gefährlich, den Aufzug zu benutzen? Okay. Etwa weil wir jetzt diese Kiste darunter geschoben haben? Hätten wir die Kiste drauf lassen sollen? Okay, folgendes. Können wir diese Kiste denn hier draußen überhaupt gebrauchen? Ist auch so eine Frage. Den Schuss, also da kommen wir nicht lang. Das verstehe ich jetzt schon wieder nicht mit dieser komischen Kiste. Was soll der Blödsinn? Okay, pass auf. Ich schiebe jetzt einfach diese Kiste wieder zurück, ey. Stell mich da jetzt drauf. You stay here. Yeah. Und versuch's jetzt nochmal. Das scheint mir jetzt auf jeden Fall ungefährlicher zu sein. Ja, okay, es funktioniert immer noch nicht. Yeah. Es geht immer noch nicht. Wir schieben das jetzt. Ich schieb den jetzt erstmal wieder runter. Keine Ahnung, was der Blödsinn jetzt hier soll. Sag mal, bist du komplett wahnsinnig geworden, oder was? Roger. Steht die sich auch noch im Weg da, die alte. Entschuldigung. So, jetzt kommen wir hier wieder nicht raus. Also das verstehe ich nicht mit diesem komischen. Come on. Okay. Wissen wir hier draußen irgendwie, können wir mit der Kiste dann hier vielleicht drüber? Da können wir doch nicht drüber. Gar keinen Fall. Und hier? Hier kommen wir doch auch nicht weiter. Das ist doch alles Blödsinn. Okay, scheiß da unten drauf. Keine Ahnung. Ich weiß, es ist wahrscheinlich. Habe ich jetzt einfach noch nicht geschnallt, was da jetzt. Dass da jetzt mit abgehen soll. Okay. So, was machen wir jetzt? Haben wir noch irgendwas zu tun? Was ist denn das? Da liegt ja auch noch ein Benzinkanister.
weiß gar nicht, wo der da liegt. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Treppe da? Ach, das ist da, wo wir runtergegangen sind. Ja, okay, da hinten liegt noch ein Benzinkanister. Okay, den holen wir jetzt aber nicht. Wobei, müssen wir da jetzt nicht runter? Wir müssen da runter, oder? Wir müssen da runter und müssen... Wir müssen jetzt wieder in diesen Keller. Wir müssen dieses andere komische Rätsel lösen. Oder? Glaube ja. Der auch noch auf. Okay, noch einer ohne Führerschein? Ich glaube nicht. Okay, das haben wir erledigt. Dann können wir das mal eben wieder voll machen, die Dinger. Sie hat noch 9 Schuss. Ja, dann haben wir jetzt hier nämlich auch mal Ruhe in der Bude hier, weißt du? Das war hier auch mal schön, den Wasserhahn ist rostig. Es kommt kein Tropfen Wasser heraus. Das war so, dass wir sowas mal begutachten können hier. Was war das? Okay, das waren wohl Sounds, weil wir über die Zombies gelaufen sind. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Okay, was erwartet uns hier unten eigentlich noch an Gegnern? Vielleicht hätten wir das blaue Kraut mal mitnehmen sollen, denn hier unten sind, glaube ich, noch Spinnen. Greifhaken und Benzinkanister lassen wir erstmal hier. Ich glaube, hier unten sind Spinnen. Und da die mir beide ein bisschen zu dämlich sind. Okay. Mache ich es nacheinander. Ich versuche es einfach mal ohne getroffen werden durch. Ansonsten sind wir halt wieder vergiftet. Ach so, das ist ja hier. Ach, wir müssen da gar nicht durch. Ach, Freunde. Ganz hervorragend. Dann, können wir die Dame des Hauses ja auch noch holen. So, Freunde, jetzt mal ganz ehrlich. Was ist jetzt los mit diesem Rätsel? Come on. Ja. Was ist los mit diesem Rätsel? Roger. Also 6 Seelen gefesselt von den Ketten des Todes. Entfachen Sie die Flammen des Lebens mit den Geistern der Schwachen. Wir haben einen Wolf. Das wird ein Tiger hier vorne sein. Wir haben eine Schlange. Wir haben das Rentier. Wir haben hier den Adler. Und das Pferd. 6 Seelen gefesselt von den Ketten des Todes. Entfachen Sie die Flammen des Lebens. Den Geistern der Schwachen. Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan. Rentier, Wolf, Adler, Pferd, Schlange. Ist der Wolf stark? Der Wolf ist doch auch nicht stark. Ist das Pferd stark? Rentier, Tiger, Schlange. Also das Rentier ist für mich jetzt einfach mal... Oder ist das Pferd das Schwächste? Okay, Rentier. Pferd.
Rentier, Pferd. Wolf oder Tiger? Nee, der Tiger ist stärker. Natürlich ist der Tiger stärker. Also Wolf. Tiger. Jetzt. Und wer ist. Ist Schlange oder Adler? Gefährlicher? Ich würde sagen, der Adler ist stärker, denn der kann. Ich glaube, die Schlange schafft. Ist nicht. Also die Schlange ist auch schnell, aber ist nicht so schnell wie der Adler. Wenn der von oben runter holt und dann schnappt er sich das Vieh, ist er vielleicht stärker. Geht's hier nach Stärke? Andererseits, wenn der Tiger diesen Adler einfach mal mit einer ordentlichen Katzentatze wegkaut, dann. Ja. Okay, dann wird das Pferd das Schwächste sein. Pferd. Dann hier der Vogel. Rentier. Wolf. Tiger. Schlange. Adler. Es funktioniert einfach nicht. Sechs Seelen gefesselt von den Ketten des Todes. Entfachen Sie die Flammen des Lebens. Mit den Geister. Den Geistern. Entfachen Sie die Flammen des Lebens mit den Geistern der Schwachen. Ich weiß nicht, was es soll. Weiß es nicht. Okay, lass uns nochmal überlegen. Also wir haben den Hirsch. Wir haben das Pferd. Wir haben den Wolf. Wir haben den Tiger. Oder Panther. Ich weiß gar nicht, was es sein soll. Könnte auch ein Panther sein. Wir haben die Schlange. Wir haben das... Der Hirsch... verreckt als Erster. Weil alle gegen ihn gewinnen, oder? Alle gewinnen gegen ihn. Weil das Pferd ist ja schneller als er, würde ich jetzt mal sagen. Also ist das Pferd vielleicht ein bisschen stärker. Also kann der Hirsch, kann gar nichts. So, und danach würde ich sagen, das Pferd. Aber das Pferd ist natürlich auch sehr schnell. Das Pferd ist aber nicht so schnell wie ein Tiger oder ein Panther. Okay, die Schlange beißt eh alles kaputt und der Adler pickt allen die Augen aus. Okay, was machen wir, wenn der Wolf jetzt schwächer ist als das Pferd, weil das Pferd vielleicht schneller ist? Ich weiß es nicht. So, das Pferd gegen den Tiger oder gegen den Panther, würde ich sagen. Gegen Panther oder Tiger wird es nicht schnell genug sein, das Pferd. Also Pferd. Panther. Tiger, was auch immer. Und ich sage immer noch, dass die Schlange schwächer ist als der Adler. Denn der Adler schnappt sich das Ding, weil er einfach unglaublich schnell ist. Ist das jetzt irgendwie realistisch? Ist das eigentlich logisch gewesen, was ich hier für eine Scheiße erzählt habe? Wahrscheinlich nicht. So. Ja, fass mich doch an die Füße. Also dann ist es tatsächlich so, dass der Wolf schwächer ist als das Pferd, weil das Pferd wohl schneller ist, oder was? Oder haut das Pferd dem Wolf einen auf die Omme? Also für mich ist eigentlich ein Wolf stärker als ein Pferd, aber... Let's regroup. Okay. Weißt du was? Soll mir auch egal sein. Wir sind jetzt hier weiter und das ist das Wichtige. Wo gehen wir zuerst rein? Gehen wir hier rein. Sieht aus wie der Weinkeller. Da gehen wir rein. Weinkeller ist immer gut. Gegner? Keine Gegner. Ich sehe Flaschen.
Flaschen interessieren mich nicht. Was haben wir denn hier? Eine weitere Steintafel. Die nehmen wir erstmal mit. Schubladen wurden durchwühlt. Okay, da können wir also nichts machen. Ein Bett. Laken sind voller Blut. Auch wunderbar. Ja, okay, hier hinten sind Flaschen. Die nehmen wir... Die nehmen wir auch nicht mit. Okay, was anderes können wir hier wohl nicht machen. I'll go alone. Okay. Nein, nicht alleine gehen, sondern sie. Sie nimmt jetzt die Flaschen mit. Sie hat ja noch Platz. Solange wir noch Platz haben, nehmen wir das mit. Ansonsten lassen wir die Flaschen da. Yeah. So, was haben wir hier noch? Da ist wohl nur zur Zierde da. Wir könnten versuchen... Okay, scheint nicht zu funktionieren. Ich wollte versuchen, den Kamin anzuzünden hier mit unserem geilen Feuerzeug. Scheint nicht zu funktionieren. Also, liegt hier noch was auf dem Boden? Nein. Alles klar, raus hier. Und ab in die nächste Tür. Was erwartet uns in der nächsten Tür? Komm rein da. Das ist der Weinkeller. Okay, das war's. So, kombinieren, zack. Und sie hat auch keine mehr. Wir geben ihr gerade mal welche. Alter, so viel haben wir auch schon wieder gar nicht mehr, ne? Ich dachte, wir sind noch voll mit dieser Munition, aber... So viel ist das gar nicht mehr. Okay, wir tauschen das kurz aus hier, zack. Rüber damit. Und dann hätten wir jetzt noch ein Feld frei. Und damit können wir zum Beispiel diese wunderbare Notiz hier nehmen. Ach, da liebes bisschen. So, Tagebuch des MGMT-Praktikant. Woran arbeitet Marcus, der Leiter, bloß die ganze Zeit? Woher rührt sein abartiges Interesse an Egeln? Interesse? Manchmal scheint es eher Liebe zu sein. Angeblich sind diese Egel äußerst gefährlich. Dennis bekam hohes Fieber, als er einer dieser Egel berührte. Heute hörte ich es wieder, ein schreckliches Stöhnen hinter dieser Tür. Es war die Tür von Gina Wild. Schlafende Hunde soll... Ich halte mich fern, selbst wenn der Leiter... der Leiter was anderes befiehlt. Will nicht so enden wie Dennis, der arme Kerl. Dieses ständige Kratzen, schon alleine vom Zusehen juckt es mich überall. Muss abhauen, aber wie? Dennis weg, ich geh. Hunger. Hilfe, Mama. Eine Notiz, die uns mal richtig weiterhilft, Freunde. Mal richtig weiterhilft. So, was haben wir hier? Eine Holzkiste. Da sind verschiedene Apparate und Geräte. Da können wir die nicht gebrauchen. Die Apparate und die Geräte. Mal ganz ehrlich. Okay, jetzt mal ohne Witz. Ich habe hier nicht zwei Zombies jetzt gekillt. Für ein Tagebuch oder was? Hier ist nichts weiter drin. Und dieses scheiß Rätsel haben wir nur gemacht. Na gut, für die Steinplatte. Die Steinplatte mussten wir eh machen. Kein Kraut, kein gar nichts? Ehrlich jetzt? Alter, das finde ich aber ganz schön bitter jetzt. Das muss ich mal ganz schön ehrlich sagen. Da ist dieser Raum einfach nutzlos. Okay, weißt du was? Gebe ich einen Fuß drauf, ganz ehrlich. Komm, wir hauen hier wieder ab. Ey, das ist ja ganz schwach. Das ist ja echt ganz schwach.
Ja, gehen wir wieder zurück, eigentlich? Ich weiß gar nicht, was wir machen können. Aber ich weiß, was ich machen möchte. Und zwar möchte ich ganz gerne mal wieder eine Aufnahmepause machen. Deswegen werde ich jetzt zurück in die Halle gehen. Und dort speichern. Ganz ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie wir jetzt weiterkommen. Also dieses... Mit der Batterie draußen. Ich habe doch nicht eine Batterie geholt, um diese Kiste da runter zu holen. Diesen Aufzug. Um dann... Können wir jetzt eigentlich... Haben wir noch Platz? Ja, dann lass doch die... Wir holen den Benzinkanister nochmal schnell. Diese Batterie geholt extra, um diese Kiste da von dem Aufzug runterzuschieben. Alles klar. Alter! Alter! Plötzlich sind hier Affen drin. Alter, nee, ich brauche jetzt echt eine Aufnahmepause. Hier, komm raus. Wieso sind da jetzt in diesem Raum plötzlich diese Affen drin? Jetzt mal ehrlich. Ich brauche eine Aufnahmepause. Freunde. Komm, hier haben wir alles gekillt. Es ist ja mittlerweile echt so, dass du in jedem Raum, wo du eigentlich der Meinung bist, alles platt gemacht zu haben, plötzlich irgendwelche Affen drin sein können. Aber hier nicht. Okay, hier haben wir dann diese andere Tafel. Hier haben wir noch ein paar andere Flaschen, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Also wir untersuchen das nächste Mal auf jeden Fall draußen nochmal diese Geschichte. Das müssen wir uns nochmal angucken. Ansonsten haben wir hier... Haben wir noch irgendwas Interessantes? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob wir im Keller noch irgendwas haben. Da kommen zum Beispiel kommen wir auch noch nicht weiter. Ich weiß gar nicht, was für ein Raum das überhaupt ist. Da liegt ein Messer. Keine Ahnung, was für ein Raum das ist. Da oben, dieses runde Rondell übrigens, das ist da, wo wir diese Steinplatten reinlegen können. Ansonsten haben wir alles gesehen. Was liegt da hinten? Da ist ein blaues Kraut und das Messer. Keine Ahnung. Das muss draußen irgendwie. Irgendwie müssen wir draußen... Da ist ja auch dieser Pfeil da unten. Da draußen der Pfeil für diesen... Elevator. Also für den Aufzug. Ich habe keine Ahnung, wo uns da hinfährt, aber... Vielleicht fährt er uns da... Was ist das für ein Elevator eigentlich? Da unten. Keine Ahnung. Freunde, ich gehe speichern und fange schon mal an, mich zu verabschieden für heute. Ich hoffe, es hat mal wieder ein bisschen Spaß gemacht. Also... das Spiel ist schon, es ist schon echt heftig, muss ich sagen. Aber gut, irgendwas ist ja immer, es gibt ja immer was zu meckern, ne? Freunde, TrueMadGamers.de, ihr wisst ganz genau, jawohl, da machen wir ein bisschen Kraft. TrueMadGamers.de, schaut einfach mal bei uns auf unserem Channel vorbei, wir freuen uns. Gibt uns ein Däumchen, gibt uns ein Like, gibt uns ein Abo, alles was ihr da so findet. Wir freuen uns wirklich über jeden, der sich ein bisschen mit unseren Let's Plays beschäftigt oder auch mit unseren Specials. Die wir da zum Beispiel haben hier, so Loot-Chest-Unboxing und solche Sachen. Da kommt auf jeden Fall auch noch mehr. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu begutachten. Und wie gesagt, wir freuen uns. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, @TrueMadGamers. Und bei Facebook auch unter TrueMadGamers. Einfach mal ein Gefällt mir klicken, ein Gefällt mir mich. Was auch immer, pipapo, ihr wisst schon, was ich meine. Freunde, schönen Abend noch. Gute Nacht. Ich hoffe, ihr könnt gut schlafen. Und ich würde sagen, bis die Tage, wenn es wieder heißt hier, der Necro, Resident Evil Zero. Und wir haben keine Munition, keine Energie und wissen nicht, was wir tun. Bis bald.